Für die große Leinwand wird ja gerne mal geschrumpft, was das Zeug hält. Also 1989, da ging es los mit Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Später gab es dann noch Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft. Dann gab es den Animationsfilm Lukas, der Ameisenschreck, wo wir schon bei Ameisen sind. Ant-Man, der Superheld, der sich schrumpfen und wieder wachsen lassen kann nach Belieben. Aber es gab da auch was aus Deutschland. Ja, und zwar 2015, der Überraschungshit eigentlich bei den Kindern. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Und 2018, jetzt kommt der zweite Teil ins Kino, und zwar Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. An Deutschlands magischster Schule brodelt es wieder gewaltig. Hulda Stechbart, hören Sie auf damit! Nicht schon wieder! Felix, wir gehen nach Dubai. Papa, hier sind meine Freunde! Was? Das können Sie nicht machen! Ich wünschte, meine Eltern wären klein und ich groß. Dann müssten sie alles machen, was ich ihnen sage. Das willst du nicht. Doch, genau das. Wir suchen Direktorin Schmidt-Gössenwein. Felix! Oh nein. Felix, wir haben ganz doll Hunger und müssen mal ganz dringend aufs Klo. Jetzt hat er das Sagen und muss feststellen, dass kleine Eltern großen Ärger machen. Für unsere Hauptfigur Felix läuft es eigentlich richtig gut. Der hat gute Freunde, er geht aufs Otto-Leonhard-Gymnasium, die Noten sind klasse. Aber er hat ein Problem, seine Eltern wollen nach Dubai ziehen, weil Papa hat da ein Jobangebot bekommen. Und das passt ihm eigentlich gar nicht, weil er natürlich lieber in seinem kleinen Örtchen bleiben würde und letztendlich auch weiterhin auf die Schule gehen möchte. Das Otto-Leonhard-Gymnasium, das muss man wissen, das wird ja bewacht von einem guten Geist, und zwar von dem guten Geist Otto Leonhard. Gespielt von Otto Waalkes. Und es gibt noch ein kleines anderes Problem auf der Schule, weil nämlich eine böse Direktorin auch zum Leben erwacht, also ihr Geist erwacht zum Leben, und die will eigentlich die Herrschaft an dieser Schule übernehmen. Und Felix wünscht sich aber auch parallel dazu, Mensch, er möchte einmal, dass seine Eltern das machen, was er will, und somit schrumpft eigentlich dieser böse Geist die Eltern von Felix. Und Felix hat jetzt das große Problem, er hat kleine Eltern, um die er sich kümmern muss, und muss aber auch gleichzeitig die Schule retten. Wir suchen Direktorin Schmidt-Gössenwein. Also Fräulein Schmidt-Gössenwein steht leider nicht mehr zur Verfügung. Aber wir sind mit ihr verabredet. Wir müssen sie ganz dringend sprechen. Die Schule muss umgehend geschlossen werden. Es sieht doch ganz so aus, als wären wir ausnahmsweise einer Meinung, Leonhard. Ich wünschte, es wäre mal andersrum. Sie müssten alles machen, was ich sage. Wie Schmidti damals. Das willst du nicht. Doch, genau das. Otto Waalkes, haben wir schon erwähnt, er spielt den Schulgeist. Die Eltern von Felix, die werden gespielt von Julia Hartmann und Axel Stein. Axel Stein sowieso ein Comedy-Talent. Aber wer hätte gedacht, dass Anja Kling auch so viel auf der Pfanne hat, was hier Spaß machen angeht, ne? Oder Andrea Sawatzki. Ja, und der Felix wird gespielt von Oskar Kämer. Der hat ja auch im ersten Teil schon den Felix gespielt. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn es lustig sein soll, ja, dann ist das Timing wichtig. Und das haben die irgendwie alle drauf. Da war so eine Frau. Hulda Stechart. Die lebt doch schon lange nicht mehr. Ihr werdet diese Schule bald nicht wieder erkennen. Ab Januar. Leonhard, ich werde dich auslöschen. Ich brauche meine Freunde. Allein kriege ich euch nicht wieder groß. Diese Stechart ist eine Art Zombie und will die Schule übernehmen. Das lassen wir nicht zu. Also, was ist der Plan? Wir können euch doch helfen. Ich habe gleich die sieben Zwerge rufen. Müssen klein und groß zusammenhalten, um die Schule zu retten. Sie sind auch geschrumpft? Ja. Er ist verrückt geworden.
Was toll ist an dem Film, der hat wirklich richtiges Tempo. Der kommt auch sehr schnell zur Sache. Also die Eltern werden relativ früh geschrumpft. Und natürlich auch dieses Thema, wie gehe ich mit so kleinen Eltern und so kleinen Lebewesen überhaupt um? Also wirklich super schön umgesetzt. Es ist wirklich unheimlich viel Humor drin, es ist unheimlich viel Spannung drin. Also die Kinder werden ihren Spaß dabei haben. Und was mich wirklich überrascht hat, ist, dass Otto Waalkes gerade bei den ganz kleinen Kindern echt noch eine Hausnummer ist. Otto Waalkes war im Bild zu sehen und die Kinder haben sich kaputt gelacht. Also ich habe eine Vorstellung besucht, die ist vor 2-3 Monaten gewesen und die Kinder hatten so viel Spaß. Also ich kann den Film nur wärmstens weiterempfehlen. Eine super gute deutsche Produktion. War das so eine Testvorführung? Das war so eine Testvorführung, da hat man bewusst auch Kinder eingeladen. Ja, und auch dich, ist ja klar. Den musste man nicht mal schrumpfen. Das ist ja von Haus aus. Oh shit! Das ist ja lebensgefährlich! Lauf, Felix, lauf! Familie Pizza! Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft.